die beiden sind in Büchern ganz oft nebeneinander abgebildet. Natürlich wissen wir, dass sie Schwäger waren, dass sie Rivalen waren, dass sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Aber eine Ausstellung dazu hat es noch nie gegeben. Und die Idee ist aufgekommen zwischen London und Berlin. Wir haben zusammen fast 30 Gemälde von Bellini und Mantegna. Die größte Sammlung dieser beiden Künstler außerhalb Italiens. Was liegt näher, als die beiden Sammlungen zusammenzuführen? Wir haben zum Beispiel herausgefunden in den Vorbereitungsarbeiten, dass es ein Gemälde gibt in Bristol, bei dem die Auferstehung Christi bzw. die Christus in der Vorhölle zu sehen ist. Eine Komposition, die Mantegna erfunden hat, aber in einem Gemälde von Bellini in Bristol heute bekannt ist. Und die Kunstgeschichte hat immer gedacht, naja, da hat halt der Schwager Bellini von Mantegna das Motiv übernommen und hat es in Farbe ausgeführt, was wir von Mantegna eher als Zeichnungen kennen. Und dann sind unsere Kolleginnen und Kollegen dort hingefahren, haben das Bild erforscht und haben dabei herausgefunden, nein, das ist zwar ein Gemälde von Bellini, aber unten drunter ist eine Zeichnung, die offensichtlich aus der Werkstatt Mantegnas oder sogar aus der Hand Mantegnas kommt, auf Pergament. Und dieses Pergament ist auf Holz aufgelegt. Wir sind selber eine der besten Sammlungen der Welt, aber wir haben das Potenzial, mit den anderen besten Sammlungen zusammen noch viel Tolleres gemeinsam zu entwickeln. Und es ist natürlich auch immer auch ein Wehren gegen den Standort. Das sage ich ganz deutlich, das Kulturforum ist kein Ort, an dem die Gemäldegalerie, so wie sie jetzt ist, wirklich dauerhaft glücklich sein kann.